war gerade hier im Honzensee drin, ohne Scheiß, Leute. Manfred kann es bezeugen und da hinten ist Stefan. Manfred, was sagst du? Was mutig von mir, ne? Das war mutig von Rebecca. Ja, ohne Scheiß, Leute. Mir ist aber gerade auch arschkalt, meine Haare sind nass. Ich hoffe, die werden wenigstens noch trocken. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu meiner Leistung, ich bin sehr, sehr zufrieden mit mir. Manfred holt mir später noch einen Tee. Ne, Manni? Ich habe gedacht, hier ist was dabei. Das Noor ist nicht so weit. Kannst du auch Getränke holen? Nein, vielleicht später mal. Auf jeden Fall, Leute, es ist arschkalt. Ey, mach das nicht nach. Ich habe es jetzt einfach nur so gemacht mal. Die eine Frau hat auch gesagt, ich bin sehr, sehr mutig, ne? Also ich hoffe nicht, dass ich krank werde, weil es jetzt auch ein bisschen windig ist. Ich würde mich aber auch gleich demnächst mal anziehen, dass ich wenigstens die Sachen anhabe und dann nochmal meine Haare wenigstens ein bisschen trockne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal bin ich richtig reingefallen fast. Und da habe ich mich wehgetan. Also ich denke mal, der blaue Fleck wird sich freuen. Wegen diesen Dings hier, Leute, ohne Scheiß. Hier vorne ist ja so klitschig. Ich bin da auf der einen Treppe, auf der letzten Treppe, weil es das so richtig klitschig ist. Und da dachte ich so, gehst du mal so rein und dann habe ich es mir nochmal getraut, Leute, und dann hat es einfach geklappt. Und ich bin richtig stolz auf mich und ich hoffe einfach nicht, dass ich krank werde. Ja. Ja, aber das Ding ist, dann bin ich ja ausgerutscht beim ersten Mal. Beim zweiten Mal hat es aber geklappt, weil ich dann ein bisschen anders reingegangen bin. Da habe ich so meine Taktik gehabt. Und Schwung, genau. Aber hier klappt es nicht, weil sonst rutscht du direkt aus. Wenn man keinen Schwung hat, dann geht's nicht. Leute, wir sehen uns später wieder beim Picknicken. Ich bin mal mega gespannt, ich freue mich darüber drauf. Jetzt geht Becky sich erstmal umziehen und dann auf die Toilette noch. Ich freue mich schon auf Christina und Lisa Marie. Und? Lisa Marie. Und wen noch? Auf Jan. Achso, Jan. Achso, Jan. Okay, Leute, bis dann. Tschüss. Sag auch tschüss. Und Fritz. Tschüss. Ciao, Bella. Ich wollte euch nur sagen, ich beende jetzt diesen Blog hier. Wir haben es jetzt mittlerweile auch gleich 22 Uhr. Ich muss morgen früh auch wieder raus. Nicht ganz so früh, aber ein bisschen. Dass ich alles hinbekomme. Ich muss nämlich noch den Kühlschrank sauber machen und so. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, dass wegen dem Hals ist es ja schon besser geworden. Ein bisschen. Wenn ihr ein bisschen könnt. Aber ich muss es einfach so. Lassen. Wir haben gerade noch Topmodel geguckt, also ich und mein Bruder. Und in der Dusche, wie läuft. Ich wollte euch ja mein Lieblingsduschgel zeigen momentan. Also mein Lieblingsshampoo ist von Balea. Dieses Shampoo und Spülung. Love Melon. Das ist so unglaublich krass. Was ich auch gerne benutze, ist dieses hier von Gull. Oder Gull. Lang und geschmeidig Shampoo. Und mein absolutes Favorite, was unter jeder Dusche nicht fehlen darf, Frizzy Berry von Bilou, from below. Ja, Bibi, du hast halt die besten Produkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Bilou ist krass, Leute. Dancing, dancing, oh, oh, oh.
I never see anybody who had danced before. Das müssen wir machen. Da, 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 da. Moin, moin. Was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 12. Okay. Nein, Quatsch. Leute, ich beende diesen Vlog hier an der Stelle und hoffentlich geht es meinem Popo auch wieder besser, weil ich bin nämlich dermaßen ausgerutscht am Brunzen. Und ich hätte Wege gehören. Ich esse jetzt gleich nochmal mein Heißnudel-Eich und dann bis dann. Tschüss. Bald. Tschüss.